Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen hier Cyberpunk 2077. Natürlich normal. Ich spiele das blind, also ich habe bis jetzt noch nie Cyberpunk gespielt. Auch relativ sehr wenig gesehen, muss ich sagen. Und naja, ich würde gern als Street Kid spielen. Ich bin natürlich männlich. Ich will jetzt gar nicht lange rumbasteln. Was mir ein Bunge? Ich schmeiß mal überall einen Punkt hoch, oder? Konstitution kann man ja nochmal nehmen. Intelligenz, wir sind sehr intelligent. Jo, und los geht's. Hier, als Schmerzmittel. Ja, was? Was, Shot trinken? Ja, erst mal die Nase richten, ne? Ach, dieser Hurensohn. Alles in Ordnung, Hermano? So ein Bastard wollte mich überfallen. Hey, hey, mein Schmerzmittel. Hab's verhindert. Was? Jemand von hier? Würde jemand von hier auf so eine Scheißidee kommen, Pepe? Hör zu, wie. Ich hab ein Problem. Echt ernst diesmal. Du hast im Spiegel guckt? Okay. Los, raus damit. Was ist es diesmal? Weißt du, ich hab Schulden bei Kirk. Meint, der bricht mir die Beine, wenn ich nicht bis morgen zahle. Und der meint das tot ernst. Hat die Kartelle auf seiner Seite. Du arbeitest mit Kirk? Jede Sau in Haywood weiß, dass das ein verdammter Halsabschneider ist. Mein Bruder ist aus dem Knast. Wollt ihm eine Party schmeißen? Ach, hab Scheiße gebaut, wie? Ha, wirst du's je lernen, Pepe. Geht's wenigstens deinem Bruder gut? Ja, der zieht sein Ding durch. Also, hilfst du mir? Ich red mit Kirk. Aber dann schuldest du mir was. Willkommen zur Cyberpunk 2077. Dein erster Besuch in Night City Jump. Verfolge die Tutorials aufmerksam, um mehr über die Grundlagen des Spiels zu lernen. Wenn du bereits ein erfahrener Age Runner bist, nein, das bin ich leider nicht, kannst du die Anzeige der Tipps auch deaktivieren. Was sind das da eigentlich für Rauschen hier? Du kannst über die Datenbank jederzeit auf die Tutorials oder die wichtigen Themen in Cyberpunk 2077 zugreifen. Rettest mir das Leben wie echt. Okay, wir. Okay. Prolog. Da haben wir doch schon. Hey Kirk, können wir reden? Wie? Lang nicht gesehen. Schieß los, was willst du? Hör zu, Pepe hat mich geschickt. Was Wieso? Bist du für Schweinchen hier? Die Eddie selbst zu bringen? Sag ihm, ich beiße nicht. Na, du wirst seine Erdgenossen. Okay. Hey, was ist dein Problem? Kann auch reden. Was schuldet er dir? Ich will die Privatsphäre meiner Kunden nicht verletzen. Aber sagen wir mal, eine Menge. Ein Kredithai mit einem Gewissen? Klingt zu schön, um wahr zu sein. Tja, frohe, verfickte Weihnachten. Drück mal ein Auge zu, ja? Er zahlt schon noch. Er braucht nur etwas Zeit. Sehe ich aus, als ob ich hier einen Wohltätigkeitsverein schmeiße? Wenn man sich Eddies borgt, zahlt man sie zurück. Mit Zinsen. Das ist verficktes Allgemeinwissen.
Soll ich etwa ein Auge zudrücken, nur weil der Wichser nicht weiß, wie so ein Deal läuft? Nein. Tu es, weil ich dich darum bitte. Du kennst mich. Ich bin Geschäftsmann. Ich muss wissen, was für mich dabei rausspringt. Weißt du was, Kirk? Manchmal glaube ich, du vergisst, dass du nicht von hier bist. Klar, du schaust ab und zu in Haywood vorbei. Aber du lebst weit, weit weg in Pacifica. Worauf willst du hinaus? Dass du dir zweimal überlegen solltest, ob du dich mit den Leuten hier anlegen willst. Ich bin offen für andere Angebote. Was ist das? Sieh mal hier. Okay. Megakarre auf der Titelseite. Gibt davon nur 4 Stück in NC. Eine hat der Direktor von Rayfield. Ryan die zweite. Die dritte gehört einem Verleih. Und die vierte? Die wird meinem Klienten gehören. Natürlich erst, nachdem du sie für mich klaust. Ich klaue nicht. Und selbst wenn, würde so ein Coup meine Fähigkeiten leider ein wenig übersteigen. Das Gute ist, als unberührte Autodiebjungfrau musst du dich um die Planung hier nicht kümmern. Hab alles schon geregelt. Ganz simpel. Du klaust mir den Rayfield und ich vergesse Pepes Schulden. Ich gebe dir sogar was vom Gewinn, weil ich so korrekt bin. Mein Kumpel Rick arbeitet in der Parkgarage vom Embers, dem Club, wo unser Rayfield-Fahrer abhängt. Jeden Freitagabend, ohne Ausnahme. Sobald du da bist, gehen die Kameras aus und das Tor auf. Ganz einfach. Du nimmst dir den Rayfield und fährst raus. Das war's. Wie soll ich das anstellen? Soll ich auf einem Skateboard und das Auto rollen und das mal eben schnell kurz schließen? Kirk, Karren wie die haben Sicherheitssysteme. Verdammt gute. Dieses Schätzchen funktioniert wie der Schlüssel, den Rayfield-Mechaniker verwenden. Öffnet Schlösser, umgeht die ID-Kontrolle. Ein Generalschlüssel für alle Rayfields in der Stadt? Das glaubst du doch selbst nicht. In Kabuki verticken die Tech-Zauberer noch magischeren Scheiß als den. Vertrau mir mal. Also, sind wir uns einig? Sind wir. Das freut mich. Wusste doch, du bist nicht dumm. Geh zum Embers im Glen. Rick wartet in der Garage auf dich. Ihr zwei werdet euch blendend verstehen. Na, sorry. Hals- und Beinbruch. Wir bleiben in Kontakt. Melon kriegt keinen Titelkampf. Blödsinn, der Typ. Scheiße. So gerne für ein paar. Klar, hat Hernandez und Smith platt gemacht. Aber Kano ist ein Naturtalent, wirst du sehen. Dieser Japaner? Ich bin ihn. Kanos Beinarbeit ist der Shit. Was? Halte LS und RS gedrückt, um den Vorwurf zu starten. Ich höre keinen Vorwurf-Modus. Ah, schwer das Teil. Hey, warum sehe ich weder scheiß Zitronen noch verfickte Limetten? Sind da drin, ganz sicher. Ein paar Eddies für den Veteran? Nee. Hab selber keine Kohle. Der kybernetische Gott wird seine Kinder verschlingen. Ja, bestimmt. Sag den Leuten in Cento Bescheid. Sollen sich bereiten. Okay, Padre. Na, wen haben wir denn hier? Wie? Ist eine Weile her. Wusste nicht, dass du hier bist. Ja, endlich wieder zu Hause. Kam vor ein paar Wochen aus Atlanta zurück. Bist auf Haywood Art begrüßt worden, hm? Wie war's im Osten? Sag ich dir später. Ich hab gerade was zu erledigen. Finde, wir sollten jetzt reden. Kannst bei uns mitfahren. Marcus, fahr los. Da soll ich rein? Wohin soll's gehen? Zum Glen. Lasst mich am Embers raus. Vordereingang? Rampe am Hintereingang.
Ich zeig euch, wo ihr halten müsst. Du hast ihn gehört, Marcus. Wie läuft es für dich in NC? Gut beschäftigt? Mache hier und da ein paar Jobs. Nichts Großes. Aber ich komme klar. Danke der Nachfrage. Also lief Atlanta nicht ganz so wie erhofft, hm? Bin eigentlich ohne Erwartungen hingegangen. Naja, hatte gehofft, es ist dort besser als hier. War es aber nicht. Vielleicht ist es am Ende besser so. Wer ist das? Halt mal an. Was ist los? Was Geschäftliches. Bist du bewaffnet? Eigentlich nicht. Sebastian Ibarra. Muss mein Glückstag heute sein. Was willst du? Die Sache klären. Ein für alle Mal. Hab ein Angebot für dich, Papi. Hör mir genau zu. Verpiss dich aus Vista. Ruf deine Jungs zurück von der Straße. Ich lass dir den Glenn. Hand drauf. Keine schlaflosen Nächte mehr. Großzügig von mir, oder nicht? Und Papi? Noch ein verdammtes Wort. Halt dich da raus. Ich kenn dich nicht. Ich dich auch nicht. Heißt, dass du hier einen Scheiß bedeutest und noch weniger als das kannst. Na, sonst noch was? Ich glaube, unser Gespräch ist damit beendet. Vorsicht, Padre. Du weißt nie, wer eine Knarre auf dich richtet. Du auch nicht, Missgeburt. Marcus, fahr. Große Fresse und nichts dahinter, sag ich. Schön zu sehen, dass du deine Wurzeln nicht vergessen hast. Hast immer noch dieses Talent. Viele der kleinen Schisser hier bissen sich in die Hose, wenn ihnen jemand eine Knarre ins Gesicht hält. Wer war der Typ? Niemand. In einer Woche ist er weg. Und ein anderer nimmt seinen Platz ein. Er hat dich bedroht. Hat er. Und dafür wird er bezahlen. Halt hier an. Gleich hier. Ich spring einfach runter. Hier, bevor du gehst. Deine Nummer? Könnte nützlich sein. Vielleicht können wir wieder zusammenarbeiten. Wie früher. Danke, Padre. Ich muss los. Geh mit Gott. Aber geh, ich weiß. Kannst du es auch übertreiben, ey. Nicht. Was? Okay, was mache ich jetzt hier? Was ist das denn für Zeug hier? Darf ich jetzt Geld ausgeben? Deinen Kumpel. Rick ist einer von uns, wirst schon sehen. Ich vertraue ihm wie einem Bruder. Ich vertraue hier niemandem. Ja? Kann ich dir irgendwie helfen? Klar. Kirk schickt mich. Die Kameras sind aus. Du hast 20 Minuten. Für was? Mach dein Ding. Sauer knacken oder was?
Ich habe mir so einen Kirk. Ich sehe den Wagen. Ein großer Auftritt, Lee. Viel Glück. Jetzt habe ich 20 Minuten Zeit zum Aufheben. Mal sehen, ob dieser Zaubertech was taugt. Mir fehlt einfach der Glaube. Siehst du? Wir sind reich. Starte den Wagen und sag mir, wenn du unterwegs bist. Ich sag dir, wohin. Okay. Scheint ein lockeres Ding zu werden. Naja, ich weiß noch nicht so ganz. Junggeschmatt. Was zum... Scheiße. Oh, fuck! Du kannst fahren! Und jetzt drauf! Was machst du? Lass uns Freunde sein. Keine Bewegung! Ihr seid festgenommen! Bleibt, wo ihr seid! Ende dahin, wo ich sie sehen kann. Schön langsam. Auf den Boden, ihr Pisser, und zwar sofort! Oh. Da bin ich ja wohl weit gekommen. Jackie Wells, mein alter Bekannter vom Block. Ich sehe, du hast nichts dazugelernt. Hey, Detective Stintz. Lange nicht gesehen. Inspektor Stintz. Urin, Uran. Hey, deine Visage kommt mir auch bekannt vor. Hm, Zufall. Ah los, ja? Bis bald, ich warte. Deine mir aber nicht. Abgehauen nach Atlanta, auf der Suche nach dem Glück. Die Suche war wohl erfolglos. Hab immer gesagt, all das Haywood-Gesocks ist gleich. Ihr werdet hier geboren, ihr lebt hier und hier sterbt ihr auch. Hatte wohl recht damit. Zunge verschluckt? Komm schon, Stintz. Wenn du uns festnimmst, keulen wir uns die Hände wund bis zum Gerichtstermin. Und dann... Wir kriegen maximal ein paar Monate. Scheiße, gibt dir nur noch Stehplätze im El Bote. Kommen sicher schneller raus. Das sind die Diebe, gewöhnlicher Straßendreck. Ich hab sie in Gewahrsam, Mr. Fujioka. Wir führen sie sofort ab. Verschwendung von Mitteln. Ich habe keine Zeit für Zeugenaussagen und Ermittlungstheater. Soll ich sie gehen lassen, Sir? Schmeiß sie ins Meer. Was? Gebrochene Beine und Bleigewichte, damit dieser Müll kein Treibgut wird. Alter, wo hast du mich reingeschubst da? Ich hab ihn gehört. Fuck. Hey, musst du dich gleich... Friede! Oh, fuck! Immer auf die Nase. Oh, einen Moment lang sah das echt übel aus. Dachte nicht, dass wir da lebend rauskommen. Nein, Stintz macht sowas nicht. Bist du dir da so sicher? Mhm. Er ist aus Haywood, so wie wir. Hast Anzüge, genauso wie du und ich. Er hat getan, was sein musste. Wäre ich nicht aufgekreuzt, würdest du jetzt in der geilen Karre durch Night City cruisen? Ach komm, der Plan war von Anfang an scheiße. Selbst Schwarzmarktmagie aus Kabuki kann so einen Alarm nicht ausschalten. Hätte wissen sollen, dass ich die Bullen am Arsch hab. Gott hat's wohl nicht anders gewollt. Jackie Wells. Wie? Ich kenne dich doch. Aus dem Coyote. Hab den Auftrag für diesen Autoklau im Coyote bekommen. Von Kirk. Du arbeitest mit dieser Pestsäcke. Pepe schuldet ihm was und kann nicht zahlen. Wollte ihm helfen. Ha, Mann. Frag mich echt, warum Pepe sich von diesem schmierigen Kirk was sagen lässt. Hab gehört, der hat die Kartelle im Rücken. Kartelle? Nee, nee. Ich kenne diese Kartelltypen und garantiere dir, keiner von denen hat je von Kirk gehört. Ihr Cabron muss lernen, was Anstand und Ehre in Haywood bedeuten. Komm, lass uns was essen gehen. Einfach so? Du hast mir gerade erst eine Knarre ins Gesicht gehalten.
Wer meinen Homies hilft, ist korrekt. Nichts passiert. Alles gut? Alles gut, ja. Ich habe ein echt gutes Gefühl. Was meinst du? Uns beide. Zwischen uns stimmt die Chemie, weißt du? Und jetzt komm, ich bin am Verhungern. Dann mal los. Ich sterbe vor Hunger. Hallo, Night City! Stanley hier und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt, liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge, aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach MC? Weil sie Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Wayland Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung, heißt es zumindest. Aber man kann auch nicht ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abkriegst. Wisst ihr, wo man die meisten Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof. Glücklicherweise ist es egal, woher du kommst, wo du anfängst. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City. Der Stadt der Träume. Die Tussi muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Hier wimmelt's bestimmt von den Pendejos, die sie entführt haben. Augen und Ohren auf, okay? Da fällt mir ein, ich hab da was für dich. Militech Trainingssplitter, falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Was? Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Klar, warum nicht? Kann nicht schaden. Beginnen wir mit einfachem Kampftraining. Dieser Durchgang wird zur späteren Beurteilung aufgezeichnet. Okay. Sprich mit dem Drill Sergeant, alles klar. Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, die grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Die Fähigkeiten, die Sie hier erlangen, werden Ihnen helfen, auf dem Schlachtfeld zu überleben. Ich werde Sie im Umgang mit Feuerwaffen, dem Einsatz von Tarntaktiken und dem Hacken feindlicher Netzwerke instruieren. Denn bei Militech haben wir... Denn bei Militech haben wir nichts drauf. Außer natürlich hirntote Chromtrottel zu züchten. Und jetzt, Station 1, du Made! Los, los, los! Jawohl, ich hoffe, du bist bereit, hier ein paar Ärsche aufzureißen. Okay, was soll ich machen? Versuchen wir das Programm mit den taktischen Zielübungen, okay? Zum Aufwärmen. Was? Nimm die Waffe, das schaffe ich noch. Ich wusste, damit würdest du keine Probleme haben. Machen wir es ein bisschen interessanter, okay? Klar. Nicht übel, aber es ist realistischer, wenn das Ziel sich wehrt. Wie wehrt? Wir haben keine Zielschranke sehen, die sich wehren. Steh nicht rum, geh in Deckung! In Deckung gehen, drücke RB, um dich hinter... Ja, okay. Du wurdest verletzt. Mit dem Reanimator heilst du dich. Mit was? Nimm den Reanimator. Achso, ich muss die Tasten wieder drücken. Was ist der da? Sehr schön. Geh zum Trainingsbereich, wenn du soweit bist. Oh, sieh an. Diesmal hat er seine Chums dabei. Du weißt, was zu tun ist, Bee. Oh.
Klar weiß ich das. Arschbank zusammengreifen und... So, du kleiner Säftel. Super Arbeit, Lee. Stell dich auf die Plattform, dann geht's weiter. Als nächstes steht Hacken auf dem Menü. Ich habe das Kursmaterial ein... Oh, Entschuldigung, wolltest du noch sagen? Ein Hacken war noch nicht gut. Drücke, was? LB? Server explosiv. So, und jetzt? In diesem Trainingsmodul lernen Sie heute, wie Sie Technologie hektisch in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Gehackt. Hab ich doch, oder? Ablenkungsmanöver bereit? Nee. Dauer 60 Sekunden, was wie? Sie dann was drücken oder was oder wie? Ach, ausführen muss man drücken. Konzernmord. Stil vor Substanz. Gut, jetzt schalte ihn leise aus. Tschüss. Okay, er gehört dir. Nicht schlimm. Gleich nochmal. Jetzt. Bin ich. Ich muss das auch schon mal checken, ja? Den Bildschirm um die Wache. Ja, ja. Wie war das jetzt? Abzulenken. Konzernmord. Stil vor Substanz. Gut. Jetzt schalte ihn leise aus. Okay, er gehört dir. Schalte ihn aus. Tatten. Es ist nie klug, Spuren deiner Arbeit zu hinterlassen. Besonders die von der Totensorte. Heb die Leiche hoch und versteck sie irgendwo. Ist da Mülleimer irgendwo? Ah, tatsächlich. Entsorgt. Okay. Jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. So, packen, töten und verstecken. Bist du bereit, ein paar Typen in Echtzeit zu hacken? Viel Spaß. Was denn? Jetzt, zünde die Granate. Welche Granate? Kann der auch? Hat er auch eine? Blöd gelaufen, oder? Gott, ist das kompliziert. Was? 5-5? Soll ich jetzt mal? Breach Protokoll. Benutzeroberfläche. Zum Hacken eines Netzwerks muss er dessen Codesequenz nachbilden, indem du Zeichen aus der Code-Matrix auswählst. Die vor dir gewählten Zeichen sind Buffer sichtbar. Das Breach-Protokoll beginnt immer mit der ersten aktiven Zeile. Wähle 55 aus der Code-Matrix aus. Und jetzt nochmal 55. Ach so. Okay, das Programm wurde jetzt erfolgreich ins Netzwerk hochgeladen
Wenn es dir misslingt, versuch es einfach wann anders noch einmal. Misserfolge haben keine Nachteile für dich. Na, da bin ich ja froh. Und jetzt installiert. Siehst du, einfach Hirn ausschalten und Befehle befolgen, wie ein guter Militech-Wachhund. Dank meiner weisen Führung wirst du noch zum echten Champ. Schreite zum Podium, Champ. Gar nicht schlecht. Der Militech-Algorithmus hat dich gut gefordert. Ich habe hier weitere Module, wenn du noch etwas trainieren willst. Ich trainiere gerade auf und nieder, immer wieder. Auf der Straße gibt's keine Tipps und zweite Chancen. Okay, zuerst widmen wir uns deinem Schleichtalent. Das ist absolut mies. Was soll ich jetzt machen hier? Da komme ich da rein oder... Nee, wie? Halte B gedrückt, um den Scanner zu aktivieren. Ist ein neues Roboter? Markiere alle Wachen. Und jetzt? Jetzt nicht ganz. Muss ich da rein irgendwie oder was ist da? Ach, ich muss die alle noch markieren. Gegner, die dich nicht bemerkt haben, setzen die Routine unverändert fort. Achte daher gut auf die Verhaltensmuster und nutze dieses Wissen, um dich an ihnen vorbeizuschleichen. Na klar. Betrittst du das Sichtfeld eines Gegners, führt seine Alarmanzeige. Gehe rechtzeitig in Deckung, ehe dich bemerkt. Entdeckung, schnell! Nice, nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Hören die alle auch? Ich muss da rüber, ne? Hier geht's um Tarnung, wie? Schon meine Ninja-BD erlebt? Genau so. Was wird da? Du bleibst aber stehen, oder? Mann, Mann, Mann. So, war. Weiter zum nächsten Bereich. Halte die Augen offen nach Sicherheitssystemen wie geschützten Überwachungskameras, die Alarm auslösen und Gegnern deine Position verraten können. Jetzt nochmal dasselbe, aber mit Kamera. Okay. Feindliche Kameras, die dich entdecken können, haben orangefarbene Scanner strahlen, wohingegen verbündete Kameras grüne Scannerstrahlen haben. Kameras entdecken dich, wenn du ihr Sichtfeld betrittst. Geräusche können sie jedoch nicht registrieren. Also, Sightseeing oder was? Was? Ich sehe mich doch nicht, oder? Komme ich da vorbei? Das war wegen euch. Hast du gut gemacht. Stell dich auf die Plattform. Okay, zum Nachtisch noch ein paar fortgeschrittene Kampftechniken. Dann sind wir durch. Hoffe ich doch mal. Zeit für ein wenig schmutzigen Kuschelkampf.
Was? Ich kenne das ein bisschen anders, aber... Habe ich jetzt ein Foto gemacht? Nee, warte mal. Ich wollte es... Halten, das Blocken. Drücke RD, um einen schnellen Angriff auszuführen. Ja, ich wollte ja gerade. Schnelle Angriffskombo, um eine Kombo auf schnellen Angriff. Ja, komm, lass mich doch einfach. Schwerer Angriff, halte RT gedrückt, um einen schweren Nahkampfangriff. Okay. Ausdauer, fortlaufendes Angreifen kostet die Ausdauer. Schnelle und schwere Nahkampfangriffe verbrauchen unterschiedlich viel davon. Ja, okay, das wissen wir doch alles, oder? Halt! Wo soll das hin? Blockende Gegner. Dein Gegner ist in Abwehrhaltung. Greife ihn an, um zu sehen, wie deine Angriffe ihn beeinträchtigen. Schrauben wir die Schwierigkeit von leicht auf normal. Der nächste Trottel kann blocken. Schön. Blocks durchbrechen. Schnelle Angriffe fügen an blockierten Gegner keinen Schaden zu. Nur schwere Angriffe können seine Abwehrhaltung durchbrechen. Halte LT gedrückt und Abwehrhaltung zu gehen. Ne, das machen wir noch. Wird jetzt ein bisschen langweilig. Du sollst nur blocken. Ja. Zuschlag. Was? Nur blocken? Ausdauerkosten fürs Blocken. Jeder Angriff, den du blockst, kostet dich Ausdauer. Wenn deine Ausdauer auf 0 fällt, wird deine Abwehrhaltung aufgehoben. Wie gemein. Angriffe blocken, schwere Angriffe. Deine Gegner können deine Abwehrhaltung ebenso durchbrechen wie deine schweren Angriffe ihre. Kriegst du eine Small, Alter? Was war denn alles gefallen? Geh weg. Gegenangriffe. Drücke bei einem eingehenden Angriff LT, um kurz vor dem Treffer den Angriff abzuwehren und automatisch einen Gegenangriff auszuführen. Der Trottel kommt jedes Mal, wenn er zuschlägt, aus dem Gleichgewicht. Nutzt das, um einen Konter zu landen. Wo ist der Konter? Ach, das war Konter. Na? Nur zu früh. Wälzen ausweichen. Okay. Trottel. Ich mag irgendwie, wie das klingt. Jetzt weich ihm aus wie. Ich will, dass seine Faust nur Luft trifft. Irgendwie funktioniert das nicht. Setze alle bisher erlernten Techniken ein, um den Gegner zu neutralisieren. Du hast den Pfad des Trottels gemeistert, junger Novize. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Zeit für deine letzte Prüfung. Jetzt Maul, Alter. Komm her! Was für ein Bogen bist. Weiter geht's mit Nahkampfwaffen. Nimm dir ein Schwert. Nee, ist doch gleich weg, oder? So. Nahkampfwaffen, die Nahkampftechniken, die du erlernt hast, können auch mit Nahkampfwaffen wie Katanas eingesetzt werden. Na klar, jetzt machen wir Schaschlik, komm her. Ach, der hat ja uns. Spinnst du mal oder was? Kannst dann wie du. Wie gesagt, ich mach Schaschlik aus dir. Gut, zeig mir, was du gelernt hast. Jetzt. Was bist denn du für einer, ey? Bist du tot?
So, lebt noch einer? Alter, Falle, ey. So hast du es fast. Gleich nochmal von vorn. Was? Ach komm. Mach doch ganz scheiß. Da greifen da drei Typen an hier. Wo ist er? Wo ist er? Der macht Aua. Ha, ich kann mich heilen, Alter. Kann man die eigentlich die Rübe wegsensen oder so? Super. Du machst das echt ziemlich gut. Naja. Was ist das jetzt? Viel Glück, wie. Nicht schlecht, ne? Und jetzt kommen wir zum Geschäft. Okay. Ziehen wir es durch. Zum Aufzug, hier lang. Oh, wir kriegen einen Erfolg, danach. Ich weiß nicht, kann ich da hinten drunter oder so? Kann man hier eigentlich was finden? Was ist das? Ah. Okay. Wollte bloß wissen, ob es Loot gibt. So. Also. Drück doch. Set. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Bug, wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team. Charmant. Bug, versuch wenigstens mal nett zu sein. Wenn du was Nettes willst, ruf die Seelsorge an. Okay, was ist das andere, was ich auf RB hab? Granaten? Apartment 1237. Ich lasse unseren Dicken mal vor. Sein, aber ich sehe ihren Biomann nicht. Hm. Hoffe, wir sind nicht zu spät. Ich hasse diesen auf Leben und Tod Scheiß. Beeilt euch. Kusch dich. Versucht die Tür zu hacken. Kannst du das Schloss umgehen, weh? Naja, man kann es aufschießen, oder? Okay, wie mache ich das jetzt am besten? So. Ab jetzt leise. Okay. Eine Pizza. Die ist ja noch gut. Bloß drei Fliegen. Was? Das wie die Zielperson. Sandra Dorsett ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Die hier hat nur Setatec Repos vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Zeigt er sie auch also nicht. Suchen wir weiter. Da ist doch was. Was ist denn das? Notfälle auf Abruf? Nachricht lesen? Warum ist da immer so Brummen drauf? Wie konnte das passieren? Wann und warum haben wir die Gesellschaft entschieden, dass das menschliche Leben eine Ware ist? Ein Luxusartikel. Meine Mutter starb mit 45 Jahren. Sie hatte noch Jahrzehnte vor sich, als ihr Leben einfach von einer simplen Lungenentzündung beendet wurde.
Hätte sie, nobligstes Traumateam, Versicherung gehabt, hätte man sie innerhalb einer Stunde gerettet, aber sie konnte sich keine leisten. Meine Mutter starb 5 Monate vor ihrem Termin bei unserem Hausarzt. Das Konzept der privaten Gesundheitsversorgung ist tief in unserer Gesellschaft verwurzelt. Bereits im Jahr 2020 bestand weitgehendste Einigkeit, dass 500 Euro-Dollar pro Monat ein fairer Preis für eine Traumateamversicherung ist. Gesundheit war schon damals nichts, was man einfach erhielt, sondern etwas, das man sich verdienen musste. Das private System mag nicht perfekt sein, aber es gibt ja keine Alternativen, dachten wir. Bullshit, überqueren wir doch einfach den Pazifik und werfen einen Blick auf die UdSSR, wo es ebenso hochspezialisiertes medizinisches Personal, nanochirurgische Präditionsgeräte, spezielle Antikörper, Imbratenöse, Sonden und unzähliges mehr gibt. Notfall-Lufteinheiten mit modernen AVs, die mit Kryokammern ausgerüstet sind. Haben die auch. Wo also liegt der Unterschied? Ein Moment. Darin, dass sie ihre Leute nicht auf den Straßen, in Läden und in ihren Zuhause zum Sterben liegen lassen. Sie zwingen niemanden dazu, das eigene Leben bei einem Konzern zu kaufen, als würde es ihnen gehören. Ein gutes Gesundheitswesen ist keine unerreichbare Utopie, es ist die Realität. Auf der anderen Seite steht Traumateam, das seine Versicherten sowohl als potenzielle Patienten, auch als potenzielle Verkaufsartikel betrachtet. Sie retten nur Leben, weil sie davon profitieren. Ein gerettetes Leben ist quasi ein wiederkehrender Kunde, wobei natürlich der Tod eines Klienten ebenfalls Geld in die Kassen spült, zum Beispiel in Form von Organ- und Implantationsweiterverkauf. Nur ist hier der Gewinn deutlich geringer. Ein Notfalldienst kann es sich nicht leisten, seinen Manager Gründe zu liefern, dessen Kunden für kurzfristige Überraschungsgewinne umzubringen. Sicher werden sie jetzt entgegen dem medizinischen Personal doch immer noch von hippokratischen Eid geleitet. Ich bitte Sie. Machen wir es auch schon wieder so viel zum Lesen hier. Achtung! Bring der raus vor uns! Was? Alle gehen leise wie. Jetzt schön vorsichtig. Entsorgt. Nicht übel. Hätte ich nicht besser hingekriegt. Nachricht lesen. Ist das wieder so viel? Och nee, du. Viele Menschen glauben, dass wir in einer Zeit leben, in der das Wort unmöglich absolvent geworden ist. Riverdogs sind in der Lage, fast jedes Körperteil durch künstliche Implantate zu ersetzen. Vom großen Zeh zu bestimmten Bereichen des Nervensystems. Dennoch haben mich meine Jahre beim Traumateam gelernt, unmöglich nach wie vor sehr möglich ist. Selbst heute, kurz vorm Ende des 21. Jahrhunderts, sind die medizinischen Kräfte wie wir nicht in der Lage, sämtliche Nebenwirkungen der kybernetischen Elemente in unserem Körper zu eliminieren. Jeder sollte heutzutage mit einer Krankheit vertraut sein, die als Cyberpsychose bekannt ist, aber damit endet es nicht, obwohl die medizinischen Fortschritte das Auftreten dieser Krankheit im Großteil unseres Jahrhunderts auf ein Minimum reduzieren konnte. Gibt es bis heute in kleinen Bevölkerungsteilen Fälle von Cyberware-Abstoßung? Bei diesen wenigen Unglücklichen können diverse Komplikationen auftreten. Allerdings kommen die folgenden am häufigsten vor. Immunreaktion. Der Körper stößt das Implantat ab, wodurch kontinuierlich Narben im Gewebe wuchert, was zum Schmerzen und Entzündung des umliegenden Gewebes sowie möglichen Störungen des Tech-Schaltkreises führen. Psychologische Nebenwirkungen, neurologische Implantate besitzen das Potenzial, unvorhersehbare Veränderungen im Gehirn hervorzurufen. Mögliche Nebenwirkungen beinhalten Depressionen, Apathie, Halluzinationen sowie das plötzliche Anstieg suchtindizierter Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Wetten. Implantatüberabhängigkeit, die Verwendung bestimmter synthetischer Körperteile
Über einen längeren Zeitraum kann die Hirnchemie so verändern, dass es sich an einen bestimmten Implantat gewöhnt. Manche Berichte sprechen von permanenten Erblindungen, nachdem Patienten versuchten, ihre Kryoshi-Optik durch andere Modelle zu ersetzen. Was können wir als Konsument und Mediziner angesichts dieser bekannten Risiken tun? Uns ganz nach kybernetischen Verbesserungen fernhalten, weil eine Chance von 0,5% besteht, dass wir unser Augenlicht verlieren oder unsere gesamten Ersparnisse lieber im Casino verspielen. Die Antwort ist ein klares Nein. Cyberwehr-Technologie verbessert und erweitert die menschliche Biologie so enorm, dass all dies Was-wäre-wenn-Argumente unser besten Interesse entgegenwirken. Der beste Rat, den ich Ihnen zur Minimierung des Risikos geben kann, ist dieser. Lesen Sie vor der Installation die technomedizinischen Profile sämtlicher Cyberwehre, die Sie erwerben können, gründlich durch. Ja, das werden wir natürlich auch tun. Schauen wir mal hier noch was finden. Wir klauen mal hier alles. Das ist mein Kumpel. Genau zwischen die Augen. Was muss er jetzt da reinlaufen? So gut. Da sind noch mehr Scans. Der Laden muss sauber sein. Ihr wollt doch die Zielperson nicht unter Beschuss darauf. Wenn ihr mal Kugeln im Rücken. Du hast ja so recht. Ich hab den jetzt nicht gesehen. Doch nicht so tough. Gott sei Dank. Wir werden weg. Was? Окружает у крысу. Was klar? Fressblei zum Frühstück! Geh halt nicht mehr in die Schusslinie! Verpiss dich, du Wichser! Was, was? Wo ist der? Okay. Ich will ja, aber der hängt hier. Fenster links von euch. Gib mir 2 Sekunden für Schloss. Okay, wie? Was willst du? Gib mir von der Seite Deckung. Ich mach den Rest. Okay. Okay, hab die Tür gehackt. Passt auf. Scheiße, ja. Keine Bewegungen auf den Sensoren sichtbar. Ihr habt ihn erledigt. Die Luft ist rein. Scheiße. Wo zum Teufel ist unser Ziel? Seht euch um. Sie muss hier irgendwo sein. Ich schmeiß das ganze Zeug hier. Nein, ich wollte den Radio, ich dachte, es wäre was zum Sammeln. Okay. Sieht man das eigentlich irgendwie? Was das zum Sammeln ist? Was ist mit dir, Junge? Rauchst du da noch, oder? Du lebst da noch, oder? Da hat er noch gelebt? Man glaubt's kaum. Oh, hier ist das Scheißhaus. Und, kann man pinkeln? Nein. So ein schlechtes Spiel, wenn man hier nicht pinkeln kann. So ein Druck auf der Blase. Sehr schön. Nein, ich habe jetzt da... Oder? Ist das aber so lang? Einführung, das Implantat, weiterhin bekannt als Schmerzeditor. Ist Cyberware, die Schmerzen reduzieren oder sogar völlig eliminieren. In gewissen Kreisen von Night City erfreut es seit Jahren ungehemmte Beliebtheit, vor allem bei Söldnern. An die Testgruppe führt CR-Techs Tests mit folgenden Resultaten durch. Der Schmerzeditor, das heißt wirklich Editor, ist ein neutraler Co-Prozessor, der die Signale der Notizatoren an den parietalen Lappen des Gehirns unterdrückt und beim Nutzer so Schmerzfreiheit evoziert.
Hinweis, einige Modelle reduzieren außerdem Müdigkeitssymptome. Die vorteilhaften Effekte des Schmerzreduktors ähneln in gewisser Weise den Symptomen der Hypoesie, die zur besseren Widerstandsfähigkeit gegen körperliche Folter sowie der Fähigkeit führt, Wundschmerz zu ignorieren und vorübergehend in der Lage zu sein, die Grenzen des Menschseins auszuweiten. Allerdings zeigen einige Studien, dass der Schmerzeditor eine Reihe unerwünschter Nebenwirkungen hervorrufen kann. Zum Beispiel kann es vorkommen, dass Nutzer in Eifer des Gefechts nicht bemerken, wie schwer sie verwundet sind, sodass sie weitermachen, obwohl sie dringend medizinische Versorgung benötigen. Die Statistik bestätigt zudem die Theorie, dass die Verstärkung durch den Schmerzeditor dazu führt, dass Benutzer weiterkämpfen, obwohl sie rationale Entscheidung, um den Tod zu entgehen, ein Rückzug wäre. Seit 2020 liegt die Sterblichkeitsrate beim Schmerzeditor-Besitzern bei über 60%. Und ich nehme das Zeug. Bei diesem Bericht befasse ich mich mit der Frage, wie man Zetatech-Kunden besser vor einem vermeidbaren Tod durch unsachgemäße Anwendungen unseres Schmerzeditors schützen kann. Am besten nicht nehmen, oder? So, was gibt's hier? Ein Kartenspiel? Wollen wir es aufmachen hier? Nein. Schaut so interessant aus. Ach, das war das Glow. Was wäre Holo? Schränke kann man auch nicht aufmachen. Was haben wir hier? Kohle! Nachricht lesen. Oh, das muss jetzt nicht sein, oder? Das ist wieder so unfit zum Lesen. Ey. Was jetzt da machen? Benutzen? Achso. Ich habe keine Ahnung. Wie kann ich denn das runterscrollen? Oder war es da schon? Müssen wir da rein? So eine verfickte Scheiße! Liegt im Eisbad. Ich glaube, ich hab sie. Unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Das wissen wir gleich. Schließ ihren Biomon an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Das sieht nicht gut aus. Sandra Dorsett, NC570442, Traumateam Platin. Platin? Scheiße, die hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Die haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomon, Firmware Reconfig oder einen Neurovirus. Carajo, T-Bug. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Haken und Beile. Hm, also Scorplodger-Hack, was? Ich hab da eine Idee. Check den Neuropark. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomann stören. Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check den Biomann. Hat sich was geändert? Hallo, Sandra. Falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deiner Standort ein. Was? Der Biomann sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premium-Plan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Ay, pobrecita. Holen wir sie aus dem Eis raus. Oh, fuck! Herzstillstand! Wie? Sag mir, was da los ist. Jackie, er Hypo! Fuck, das ist nicht gut! Hier, fang es! Ich glaube. Scheiße, es hat geklappt.
Feuer, Cabron, bring sie nach draußen! Früher hat man mal Herzmassage oder sowas gemacht, aber. Das ist geil. Feuer, schaff sie raus, Terrasse! Ja, da will ich Leichenlatsch stehen. Ja, ich würde ein wenig schneller laufen, aber ich kann leider nicht. Ich hupf doch da jetzt nicht runter mit der Frau hier, oder? Landung, Abstand halten. Sicherheitsprotokoll wird eingeleitet. Befolgen Sie die Instruktionen. Weiten Sie den markierten Bereich. Was? Denn da? Nee. Was wird's jetzt so von mir? Weiten Sie den markierten Bereich. Ach, meiden. Verstanden, bleiben. Hey, 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 nicht schießen, ich will die Frau retten. Patienten auf den Boden legen. Ja, ja, ist ja in Ordnung. Das macht doch ein bisschen Stress oder so. Fünf Schritte zurück, jetzt. Alter Falter, ey. Seid ihr Mediziner oder? Hat er mal an in die Fresse gehen? TT-133 an Zentrale. Patientin NC570442 gesichert. Stimulanz wird verabreicht. 70 Milligramm Dopamin. 110 Norepinephrin. 800 Fibrin. Also den Mediziner vertrauen hier schon gar keinen. Verschwinden wir. Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Gute Arbeit. Die Shitshow ist vorbei. Ich kling mich aus. Wir sehen uns bald. Ja, vielleicht. Hör zu, Mano. Ich habe was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen borgen? Ich habe ein Date mit Misty und... komm schon, ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Du rettest mir den Arsch, wie. Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? Das wäre doch wohl das Mindeste. Ich bin hundemüde. Oh, fast vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Ihr sagen, der Job ist durch. Halte nach unten gedrückt, um das Telefonmenü aufzurufen. Wie? Wie lief es? Ist die Klientin gesund und munter? Natürlich ist sie das. So war's doch vereinbart, oder? Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause, oder? Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Jo, da haben wir schon mal 1000 Erfahrungen, richtig? Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Überlass mir das, Mano. Ich fahre. Okay. Mission verfolgen. Night City ist einfach geil. Stadt wie jede andere, nur größer. Nein, Mano, nicht wie jede andere. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. Von hier kommen Legenden. Ja, schlecht schaut's hier schon nicht aus. Mann, bin ich am Verhungern. Holen wir uns was. Bist du dabei? Jackie, die haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Ah, oh, shit. Stimmt ja. Spinn ich, oder? Ah, ich wusste es. Der Van hinter uns verfolgt uns. Chingado. Wie, das gefällt mir nicht. Kein bisschen. Ich aus der Butter! Jetzt fahr schon, Jackie! Na los, wie? Kann nicht! Halt ihn ruhiger! Festhalten, wie?
Weg! Ach du Scheiße! Hau ab! Mierda! Hab euch, Arschlöcher! Die Ziel auf den Fingerdo! Hab ich doch! Was ist das? Mann. Dein Baby ist arg zerkratzt. Was? Tut mir leid. Ich kill dich, Alter. Schon okay. Das kann warten. Fahren wir lieber nach Hause. Jetzt habe ich aber gerade Hunger gekriegt. Du weißt, wo das Gaspedal ist, ja? Doch mal Gas, Mann. Was ist das jetzt? Verdammt. Die verrammeln nicht alles. Hallo, Freunde. Watson ist bis auf Weiteres abgesperrt. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Officer, bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Na, Ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Ein guter Grund. Sieh an, kein Musterbürger, aber trotzdem ein guter Kerl. Lasst sie durch! Aber sie sind die Letzten! Oh, der okay, mit schönen Roboter. Dann mal los. Erinnert mich an Robocop. Einen schönen Abend wünsche ich, Officer. Und jetzt drück mal drauf aufs Gas jetzt. Sowas, du kannst ja richtig nett sein. Wann bin ich nicht nett? Immer? Ich bin immer nie nicht nett. Okay. Raus aus dem Auto! Na los! Wir sind jetzt schon wieder los hier. Bruder, guck mal wie. Da gibt's aufs Maul. Scheiße, sie sind hier! Schieß doch! Die wurden exekutiert. Wow. Die machen keine halben Sachen. Ist das die Polizei oder was? Leutnant. Ja, das war's dann wohl. Arme Schweine hatten keine Chance. Ach, ich halte sie ja die Zeit an oder was, wenn ich da... Nee. Ja, ja, wir fahren weiter. Wir wollen keinen Stress mit euch. Und jetzt drück endlich mal aufs Gas. Als Beifahrer kannst du irgendwas mit B. Was war das jetzt? Ich hab B gedrückt. Ach, wir haben's ein bisschen verkürzt, oder? Okay. Ich habe den Text noch nicht ganz lesen können. Ich habe einfach mal B gedrückt. Träume wie. Also. Grüß Misty von mir. Werde ich. Hi, luego. So. Guten Abend, Night City. Mein erster Gast heute ist. Buck? Fast vergessen. Ich kenne einen Netrunner, der dir helfen kann. Gleich kommen die Details. Ein Job von Debug. Sein, unser Vater im Himmel. Okay. Und unser zweiter Gast ist Karina Lee, Moderatorin der Show Chip In. Sie wirbt für die Verwendung kybernetischer Implantate. Wie geht's denn so, meine Schöne? Kann mich nicht beschweren, Siggi. Danke für die Einladung. Also, ich würde sehr gerne über das exklusivste und meistbegehrte Implantat sprechen, das momentan... Das
Das blöde Tor ist kaputt, zum dritten Mal. Passiert. Hab schon die letzten beiden bezahlt. Das ist doch Betrug. Aber die Tür zu hier. Hey. Mann. Ein Kleiderschrank? Laufe ich die ganze Zeit nackt rum? Kann doch nicht sein, oder? Ich hoffe nicht. Austin? Nee. Wie kann ich mich selber angucken oder so? Obersubstance. Zeit für einen neuen Look. Geh zum Spiegel in VS Apartment oder in einen Safehouse und wähle Option Aussehen verändern. Du hast schon deine Lieblingsklamotten gefunden. Erstelle im Kleiderschrank ein Apartment Outfit, um das Aussehen deiner ausgerüsteten Kleidung jederzeit verändern zu können. Klar. Nee, komm, das lassen wir so. Bis ich da rumspiele. Sind 5 Jahre vergangen. Duschen mit Klamotten. Komm. Bis die Klamotten wenigstens sauber sind. Boah, kurz einmal kurz schütteln. Was piepst denn hier die ganze Zeit, ey? Jo. Ich hätte gesagt, wir hauen sich jetzt da ins Bett. Machen ein schönes Schläfchen und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.